Ja, seid herzlich willkommen zum Gottesdienst, zum zweiten Teil. So, jetzt lieber Gott, bitte. Ja, danke für die Kindergeschichte, die uns gezeigt hat, was Gott tun kann durch ein schwaches, kleines Mädchen und getan hat. Und ich möchte hier ganz bewusst anknüpfen mit einer Frage heute Morgen. Eine Frage an dich, an uns alle und auch an die Zuhörer am Bildschirm, die diese Predigt auch miterleben werden. Bist du von Gott berufen? Ist jemand unter uns, der von Gott auch schon berufen wurde? Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, was es bedeutet, von Gott berufen zu werden. Ich glaube, dass Gott durch viele von uns, oder soll ich vielleicht sagen, durch alle von uns, einen besonderen Plan erfüllen möchte. Bin ich, bist du von Gott berufen? Ich weiß, dass diese Frage manchmal so eine Verunsicherung auslöst. Dann denkt man ja, berufen werden doch nur Prediger, ja? Also Christoph ist berufen worden oder Gemeindeleiter oder ich. Und wer sonst noch? Und früher hat man dann gesagt, ja früher vor vielen Jahrzehnten, die Buchevangelisten, die sind auch von Gott berufen, aber ich doch nicht. Da muss man doch etwas Besonderes erlebt haben, ja? Da muss doch was Einschlagendes passieren. Und einige erleben etwas Besonderes und die sind von Gott berufen und die anderen, naja, die gehen eben leer aus, ja? Die scheinen für Gott vielleicht nicht so wichtig zu sein. Bist du, bin ich von Gott berufen? Ich kann mich daran erinnern, ja, es liegt jetzt auch einige Jahrzehnte zurück, als ich auf dem Predigerseminar war. Da war das eine ganz wichtige Frage. Die wurde uns auch so am Anfang gestellt des Studiums. Ja? Wer von euch ist überzeugt, dass von Gott berufen ist? Und manche haben sich gemeldet und andere haben gesagt, ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt hier, ja, ich werde Theologie studieren, aber ob ich von Gott berufen bin, kann ich noch nicht sagen. Wird sich zeigen, vielleicht werde ich auch hinterher was anderes machen. Bin ich, bist du von Gott berufen? Hat Gott eine ganz bestimmte, möchte ich mal sagen, Bestimmung für mein Leben? Möchte er etwas Bestimmtes durch mich und an mir tun? Also was ist Tatsache? Tatsache ist, dass Gott ja immer wieder zu Menschen gesprochen hat. Also wir lesen ja in der Bibel an vielen Stellen, im Alten Testament und im Neuen Testament, dass Gott Menschen angesprochen hat, auf vielerlei Arten und Weisen. Gott hat gesprochen durch Träume, durch Vision, manchmal auch durch andere Menschen. Wir lesen im Alten Testament davon ein Beispiel von Abraham. Er wurde berufen, sein Land zu verlassen, mit seiner Familie, ja, loszuziehen. Und Gott hat ihm auch gesagt, okay, es geht los, ja, ich werde dich an einen Ort bringen, an ein neues Zuhause. Und er wusste noch nicht mal, wo das ist. Ja? Und er wusste einfach, Gott hat gesprochen, ich soll das machen. Also ich habe die Stimme Gottes gehört. Ja, wenn Gott das sagt, okay, also dann packen wir unsere Sachen. Und dann ging es ja, mit vielen hundert Menschen los in ein Land, in das er ziehen sollte. Wir lesen im Alten Testament von Noah und seiner Familie. Und Gott hatte gesagt, ja, bau ein großes Schiff. Und die Leute, die Bevölkerung, die hat gesagt, ey, hier oben tickt es bei dir nicht richtig, ja? Du sollst hier ein Schiff bauen. Hat Gott dir das gesagt? Vielleicht hast du auch eine Halluzination gehabt, ja? Ich meine, und er hat gesagt, nein, Gott hat es zu mir gesagt. Hier soll ein Schiff gebaut werden und wir sollen alle in dieses Schiff gehen und es wird eines Tages sehr bald eine große Wasserflut kommen. Also Gott hat es mir gesagt, ich habe seine Stimme gehört. Und das geschah dann auch so. Das Schiff wurde fertig gebaut, die Flut kam und alle, die drin waren, die letztlich auf Gottes Stimme hörten, auch durch Noah, wurden gerettet. Wir lesen im Alten Testament vom Volk Israel, sie wurden aus Ägypten herausgerufen, ein ganzes Volk. Nachts zogen sie los, ja, also Gott hat ja noch mehr gesagt, bereitet euch vor, esst dies und das. Und dann ging es los, ja, zu Hunderten, zu Tausenden, weil Gott gesprochen hatte. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 5 dazu. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 5. Bist du berufen?
Wie und wo spricht Gott zu uns? Kann man die Stimme Gottes hören? Sind wir alle berufen oder nur einige wenige? Der Frage wollen wir auf den Grund gehen. Jetzt zuerst 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 5. Hier heißt es, hier schrieb Paulus: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also wir lesen hier, sie wurden rausgerufen und dann ging diese Wolke vorweg. Muss man sich mal vorstellen, ja? Das ist ein ganzes Volk, Tausende, Ellen White schreibt, also ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Menschen, ne, sind da unterwegs. Und eine riesige Wolke vor ihnen, und es wurde ihnen eigentlich gesagt, wenn die Wolke sich fortbewegt, ja, dann packt eure Sachen zusammen und zieht immer dieser Wolke hinterher. Zieht dieser Wolke hinterher. Wer war denn in der Wolke? Ich glaube, dass man das aus diesem Text schon rauslesen kann. Hier lesen wir ja von dem Felsen, der ihnen folgte. Oder man kann auch übersetzen, der nachfolgte, der mitfolgte, der sie begleitete. Ein Bild, ja? Jesus als der Felsen. Jesus war eigentlich derjenige, der in der Wolke war, der auch gesprochen hat. Und wenn die Israeliten die Stimme Gottes hörten, hörten sie die Stimme Jesu. Also wenn man es genau nimmt, muss man eigentlich sagen, Gott Vater und Gott Sohn waren in der Wolke. Also sie bilden ja eine Einheit. Aber Gott hat sich offenbart durch Jesus. Sie hörten immer die Stimme Jesu. Jesus ging mit ihnen mit, er ging voran. Er hatte gerufen und sie folgten ihm nach. Und wir heute sollen Jesus auch nachfolgen. Jesus, den wir nicht sehen, der aber da ist, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, der uns führt durch seinen Heiligen Geist. Und ich sagte schon, Jesus hat viele Wege zu uns Menschen zu sprechen, sich uns Menschen zu offenbaren. Ich will meine Erfahrung mit einbeziehen von einer treuen Schwester, man könnte sagen eine gute Bekannte aus Nordrhein-Westfalen, die es erlebte, dass ihr Mann verstarb und eigentlich für sie zu früh. Und das hat sie natürlich in eine Einsamkeit hineingeführt auch. Dieses Alleinsein, der Ehepartner ist nicht mehr da. Und da hat sie eines Tages gesagt, ja, Herr Jesus, ich möchte dich mal persönlich erleben, ganz persönlich. Und jetzt erzähle ich euch was, das mag man nicht glauben, aber das hat sie mir persönlich erzählt. Sie sagt, ich war in der Küche und als sie das so betete, sagt sie, plötzlich stand Jesus vor mir. Er kam auf mich zu und hat mich umarmt. Und dann ging er wieder zurück, sagt sie, und dann war er weg. Und ich habe eine Geborgenheit, sagt sie, erlebt. Da hat Jesus mein Gebet so persönlich erhört, dass er vor mir erschien, sagt sie, wirklich. Hat mich in die Arme genommen, hat gesagt, ich lasse dich nicht alleine. Du brauchst mach dir keine Sorgen, ja? Ich bin bei dir. Da habe ich gedacht, was für eine Hammererfahrung. Also, kann Jesus tun. Macht er nicht bei jedem, aber es hat mir wieder gezeigt, Jesus ist nicht weit weg. Und wahrscheinlich brauchte sie das so sehr, dass er sich in der Weise ihr so offenbart hat. Also eine direkte Offenbarung von Jesus. Treue Adventistin, ich glaube nicht, dass das irgendwie was Satanisches war, sondern ein Geschenk Jesu. Kann Jesus tun? Er kann zu uns sprechen durch Offenbarung, durch das Gewissen, durch sein Wort, durch Überzeugung. Und wichtig ist, dass wir auf ihn hören. Wir lesen in Johannes 10 die Verse 27 und 28. Johannes 10, Vers 27 und 28. Spricht Jesus zu uns heute? Will er uns führen und leiten? Ich glaube das. Satan will uns das manchmal ausreden, aber wir wollen uns auf Gottes Wort verlassen. Hier steht in Johannes 10, ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, sie haben die Überzeugung, Jesus ist da und er führt mich und er leitet mich.
Und das hören wir ja auch Sabbat für Sabbat in den Erfahrungen, die wir hier hören und die erzählt werden. Das ist gut. Wir müssen sie erzählen. Manchmal erleben wir vielleicht auch nicht Erfahrung. Dann stärken uns aber die Erfahrungen der anderen. Ist auch wichtig. Deshalb ist der Gottesdienst so wichtig, weil man dann nicht nur sich selbst sieht, sondern wir sind dann zusammen. Ja, Jesus will vorangehen. Er zieht uns zu sich. Und jetzt noch ein Text. Wir werden einige Texte heute lesen, aber dann auch möchte ich euch etwas Persönliches aus meinem Leben nachher erzählen. Johannes 6, Vers 44. Hier sagte Jesus, Johannes 6, Vers 44. Genau, wir haben Zeit. Schlagen wir Gottes Wort auf. Johannes 6, Vers 44. Es heißt hier, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ich muss euch sagen, das ist für mich eine faszinierende Aussage hier. Wenn man zu Jesus kommt, wie passiert es? Ist das eine Sache der Logik? Ist das eine Sache, dass ich glaube da irgendwie einfach. Jesus sagt hier, das passiert nur, wenn der Vater diesen Menschen zu mich zieht. Und Geschwister, das ist ein Wunder. Ich kann es nicht erklären, aber es passiert immer wieder, dass Menschen plötzlich sagen, ja, das Wort Gottes, das du mir hier so erklärt hast, das hat mich so tief drin ganz, ganz stark angesprochen. Ich fange an, das zu glauben. Das scheint doch wahr zu sein. Und ich sage, ja, das freut mich, ja, toll, können wir Bibelunterricht machen, ja. Also, das heißt, dass Menschen sich angesprochen fühlen, dass sie sich für Gott öffnen, ist Wirken des Heiligen Geistes, Ansprache Jesu, die kann man nicht machen. Das ist ein Wunder hier, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes ist immer, ja, es ist einfach Gottes Wirken. Und ich glaube, mein größter Wunsch ist eigentlich, dass Gott immer wirken möge, im Alltag, in meinem Leben, bei euch, bei mir, in diesem Gottesdienst. Wenn nämlich das geschieht, ja, dann gehen wir erfüllt nach Hause. Dann ist es einfach mehr als nur eine Versammlung, ja. Möge das heute auch geschehen, dass wir näher zu Jesus finden, zu dem, was er mit uns vorhat. Also wenn Jesus mich angesprochen hat, und daran glaube ich, und ich bin jetzt zu ihm gekommen, wie darf ich mich dann betrachten als Christ? Wir schlagen mal auf, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Wenn ich auf Jesus gehört habe, was dann? Es heißt hier im Wort Gottes, Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus. Die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Also die Jesus nachfolgen, so sagt es Gottes Wort hier, sind die Geheiligten in Christus Jesus. Berufene Heilige. Jetzt frage ich euch, versteht ihr euch als Heilige? Wer würde sagen, ich bin auch ein Heiliger. Darf ich mal so die Hände sehen? Ihr müsst euch jetzt eigentlich alle melden, ja? Ich meine, hier spricht Paulus an, ihr in Korinth, ne, seid die Geheiligten, die Heiligen. Ich weiß, da haben wir dann auch schon wieder Hemmung, weil wir sagen, naja, also wenn ich ein Heiliger bin, dann muss ich ja irgendwie einen besonderen Status schon vor Gott erreicht haben. Wir müssen uns, möchte ich sagen, trennen von diesem falschen katholischen Verständnis, ja, dass nur gewisse Leute, die eine besondere schwarze Kleidung tragen, das sind dann Heilige. Jeder Nachfolger Jesu ist ein Heiliger oder eine Heilige. Amen. Ja? Also solltet ihr an jedem Sabbat von hier vorne begrüßt werden, ihr Geheiligten und Heiligen hier in Stuttgart-Wangen. Ja, nehmt das mit. Nicht nur Glaubensgeschwister,
Ihr Geheiligten hier in Stuttgart, Stuttgart-Wangen, schön, dass ihr heute gekommen seid. So dürfen wir uns sehen. Und dass diese Menschen nicht perfekt waren, aber sie waren in Gottes Augen heilig. Ja? Wenn wir hier im Korintherbrief weiterlesen, stellen wir ja fest, also in dieser Gemeinde, oh, da gab es manche Sünden, die waren wirklich schlimm, ne? Was die Leute da getrieben haben. Also lest euch den Korintherbrief mal durch unter dem Aspekt, was waren denn das für Christen in dieser Gemeinde und in dieser Stadt? Ich weiß nicht, ob ich da gerne Prediger sein würde. Also so viele Seelsorge, Korrekturverfahren. Und Paulus hat sie auch kritisiert. Wer ein Nachfolger Jesu ist und von Jesus gerufen wurde, ist heilig. Und das bedeutet nicht, perfekt und sündlos zu sein. Es bedeutet, auf der Seite Jesu zu stehen, ihm anzugehören. Wenn ich jetzt berufen bin, habe ich doch auch eine besondere Bestimmung. Natürlich, Epheser 1, die Verse 3 bis 5. Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Und das müssen wir uns auch vor Augen führen. Wir sind berufen. Als Nachfolger Jesu ist jeder berufen. Ist jeder berufen. Wer Nachfolger Jesu ist, ist gerufen worden und ist berufen. Was bedeutet das? Epheser 1, die Verse 3 bis 5. Es heißt, ihr gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, steht hier, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also ich fasse das mal zusammen, was hier steht. Hier steht drin, vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Erde, vor 6.000 bis 8.000 Jahren, schon davor, wurde der Plan der Erlösung für dich und für mich, für uns alle gelegt, im Himmel. Da müssen wir im Grunde alle laut sagen, ja? Amen. Das ist so. Das wird hier so beschrieben. Ich weiß, das haben wir schon oft gehört und manchmal nutzt das auch irgendwie ab, aber deshalb lesen wir das hier wieder, ja. Gelobt sei Gott, fängt Paulus hier an. Lobt Gott dafür, ja. Ihr seid erwählt worden schon vor Tausenden von Jahren. Und hier steht noch mehr. Wir sollen heilig sein, unheilig vor ihm. Und jetzt kommt's. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt. Vorherbestimmt. Gott wollte jeden von uns haben und will ihn haben. Auf seiner Seite haben, an seinem Herzen haben. Vorherbestimmt durch Jesus Christus, dass wir seine Kinder sind. Brüder und Schwestern. Kinder Gottes. Wir sind als Christen, man muss sagen, eigentlich im doppelten Sinne Kinder Gottes. Einmal sind wir alle Geschöpfe Gottes, weil Gott uns alle geschaffen hat. Wir kommen ja von ihm. Wir sind seine Kinder. Und dadurch, dass wir Jesus angenommen haben, muss man sagen, sind wir noch adoptiert, sind wir noch näher an Gott dran. Also in doppelter Weise ein Kind Gottes. Das ist etwas Fantastisches. Aber was macht Satan? Satan gibt uns ein, naja, in dieser Welt bist du nur eine Nummer. Du gehst hier unter in der Masse. Du kannst nichts. Und ja, du musst zumindest auf Social Media musst du irgendwie groß rauskommen. Dann bist du etwas, ja, und sonst bist du nichts. Lasst euch dadurch nicht verführen. Es sind so viele Menschen verführt. Sie glauben, sie sind etwas, wenn sie verrückt sind, will ich mal sagen. Ja? Wenn sie eine große Dummheit machen, dann meinen sie dann, ja, dann fällt man natürlich auch auf. Aber ich muss nicht groß irgendwie sonderbar auffallen. Muss ich nicht. Lasst euch nicht verkorksen durch das, was wir so in den Medien sehen. Wir sind geliebt, Kinder Gottes, gerufen von ihm. Und Gott möchte im Grunde jeden Menschen rausrufen, ja, aus dieser sündigen Welt. Vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wenn wir Kinder Gottes sind, jetzt lesen wir im Epheserbrief Kapitel 2, ich lese ab Vers 19 bis Vers 21, dann geht es weiter im Grunde. Epheser 2 ab Vers 19, da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste, und das dürfen wir auch auf uns beziehen, Gäste und Fremde, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Also wenn wir uns von Gott berufen lassen, wir folgen Jesus nach, wir entscheiden uns für die Taufe, dann heißt es hier letztlich, dann gehören wir auch zur Gemeinde Gottes. Zur Gemeinde. Gottes Hausgenossen, man kann es auch übersetzen, wir gehören zu Gottes Familienangehörigen. Das ist gut, ja? Zu Gottes Familie zu gehören. Es gibt keine höhere Bestimmung. Manche haben hier gar keine Familie mehr. Verloren. Im Krieg. Früh gestorben. Eltern haben sich scheiden lassen. Ja, und jetzt, wo ist meine Familie? Du hast immer eine Familie. Gottes Familie. Du gehörst zu Gott. Die Gemeinde ist deine Familie. Ich muss sagen, je älter ich werde, schätze ich die Gemeinde. Weil die Gemeinde im Grunde ein Zuhause ist. Ja? Du bist eigentlich immer zu Hause. Viele Menschen haben um uns herum haben kein Zuhause mehr. Sie haben zwar eine Wohnung, aber kein Zuhause mehr. Und wir haben eine Familie, wir kommen zur Gemeinde, Brüder und Schwestern. Ich darf so sein, wie ich bin, mich geben und durchgeben und nehmen. Und das verbindet uns. Das ist etwas Wunderbares, ja. Wir gehören zur Familie Gottes, zu seiner Gemeinde. Da hinein hat der Geist Gottes mich gerufen. Wie hat er das bei mir gemacht? Ich möchte ein bisschen erzählen aus meinem Leben. Ich möchte das erzählen zu Gottes Ehre. Nicht, um mich irgendwie besonders herauszustellen, sondern weil Gott gehandelt hat. So sehe ich das heute, so sehe ich das nach wie vor. Es liegt schon einige Jahrzehnte zurück, aber man vergisst im Grunde nicht seinen Werdegang. Ich bin ja aufgewachsen in einem adventistischen Elternhaus. Mein Vater war Adventist, meine Mutter auch schon, man muss schon sagen, mehrere Generationen. Und meine Eltern, sie haben mich geprägt. Geistlich, muss ich sagen, positiv geprägt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich sehe das heute als ein Geschenk an, als eine Gabe an. Manche sagen auch, naja, du musst erstmal so von Gott so richtig abrutschen, so ganz tief und dann zu Gott zurückkommen und das ist dann gut. Ich glaube heute, nein, es ist viel besser, von vornherein überhaupt nicht abzurutschen. In einem gesunden Elternhaus aufzuwachsen, wo natürlich auch nicht alles perfekt ist, aber dennoch, wenn man Eltern hat, die den Glaubensweg mit einem gehen, ist das etwas sehr Schönes. Und wenn man das fördern kann, ist das sehr gut. Deshalb sehr gut, dass wir adventistische Schulen haben, es kann nicht genug geben. Und das zu fördern, das aufzubauen. Ja, wir haben zu Hause regelmäßig die Morgenandacht gehabt. Bei uns wurde zu Hause der Kalenderzettel gelesen, gebetet. Meine Mutter hat für mich gebetet, für uns als Söhne, wenn es zur Schule ging. Ja, wir sind regelmäßig zum Gottesdienst gefahren. Gottesdienst war einfach ganz normal. Sabbat für Sabbat in die Gemeinde. Manchmal bin ich nicht so gerne hingefahren, weil da musste ich einen Pullover anziehen, der kratzte. Ja. Meine Mutter sagt, ah, schöner Pullover, habe ich für dich gestrickt. Ja, heute am Sabbat war ich natürlich froh, weil ich ihn ausziehen konnte. Und dennoch war der Sabbat ein besonderer Tag, ein schöner Tag. Ja. Und die Kleidung hat sich dann auch ein bisschen verändert. Ja, wir fuhren zum Gottesdienst, alle zusammen. Mein Vater hatte bestimmte Funktionen. Und ich sah an ihm, dass er die Verantwortung ernst genommen hat. Er war mal Diakon, erster Diakon auch, sogar Gemeindeleiter. Und es war ihm wichtig, ja, ich möchte für Gott da sein, für Gott wirken. Sie haben uns dann auch als Kinder, ich habe noch zwei Brüder, immer wieder zu den Pfadfinderstunden gefahren. Pfadfinderstunde war am Sabbatnachmittag, Sonntagvormittag. Eine kleine Gemeinde, wir waren nur 6, 7, 8 Pfadfinder. Da habe ich dann auch Petra Schröer schon gesehen damals, dachte, ja, nette Freundin. Tja, heute ist sie meine Frau, ja. Also Pfadfinder, das ist was Positives, kann ich nur sagen. Also, ja, die Eltern. Ich weiß das heute noch, muss ich sagen. Sabbatnachmittag, manchmal haben meine Eltern auch gesagt, okay, wir müssen uns mal ein bisschen ausruhen, schlafen. Und dann, ja, wir müssen die Kinder noch zur Pfadfinderstunde fahren. Wer fährt denn heute? Na, Erika, fahr du. Nächsten Sabbat fahre ich dann, ja. Und ich wusste, es war auch ein Opfer für sie. Sie haben uns hingefahren, abgeholt, hingefahren, abgeholt. Das war gut. Das war wirklich gut. Das hat mich auch geprägt. Pfadfinderarbeit wurde mir auch wichtig, ja. Meine Eltern haben mir das biblische Gottesbild, muss ich sagen, gut vermittelt. Gott ist ein Gott der Liebe. Es gilt auch Gott zu fürchten, zu achten. Ihm gebührt alle Ehre. Jesus ist der von ihm gesandte Erlöser. Er wird wiederkommen. Das glauben wir, darauf warten wir, wir bereiten uns darauf vor.
Dann bekam ich Religionsunterricht. Der Religionsunterricht wurde abgehalten bei mir zu Hause. Der Prediger Helmut Schröer, ja, ich wusste nicht, dass er später mal mein Schwiegervater wird. Er hat mir Religionsunterricht gegeben. Heute würde ich sagen, na gut, vom Stoff her damals, das war noch nicht so lebendig, wie es heute möglich ist. Und man muss sagen, der Religionsunterricht und sein Auftreten, auch das hat mich geprägt. Ich glaube, Gott hat durch ihn gewirkt und mich näher zu ihm gezogen. Dann bekam ich Bibelunterricht durch ihn. Und man muss sagen, durch ihn und durch das Wort Gottes wurde ich immer mehr überzeugt, dass die Bibel wahr ist. Ja, dass Gott hier gesprochen hat. Dass das Geschehnisse sind, die einfach stimmen. Das sind keine Märchen hier in der Heiligen Schrift. Darauf kann man sich verlassen. Ich lernte die Prophezeiung kennen. Daniel Kapitel 2 hat mich überzeugt. Ja, Ablauf der Weltgeschichte, das stimmt. Wir leben heute ja in den Füßen unten, in den tönernen Füßen. Ja. Matthäus 24, das Wirken Jesu. Und ich muss sagen, der Text aus Römer 10, Vers 17, der gibt es einfach wieder, was in meinem Leben passiert ist. Römer 10, Vers 17. Und dieses Wort erfüllt sich heute auch noch. Das erfüllt sich in Deutschland, in Stuttgart, in Indien, es erfüllt sich auf der ganzen Welt, was wir hier lesen. Römer 10, Vers 17, hier heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi oder durch das Hören des Wortes Christi. Und ich kann es nur bezeugen, das Wort Gottes hat mich näher zu Gott gezogen, ganz langsam. Ich habe nie in meinem Leben die Stimme Jesu ganz laut gehört. Ich habe noch nie eine Vision gehabt, aber ich muss einfach sagen, Gottes Wort hat mich berührt. Ich fing an, das zu glauben und ich kann es auch heute nicht verneinen. Wenn einer sagen würde, ey, das ist alles Quatsch, was du glaubst, ne? Dann muss ich sagen, ey, du irrst. Ich kann das nicht von mir schieben. Es gibt zu viele Fakten, die das bestätigen, was wir hier in der Bibel drin haben. Und dann weiß ich heute noch, ja, dann wurde ein Freund von mir getauft. Das war in Hamburg, ich glaube sogar am Grindelberg damals, ja, war ich auch dabei. Und seine Mutter kam dann nach der Taufe zu mir und sagte, Bernd, wann willst du dich denn taufen lassen? Doch sicherlich auch bald, ja. Und ich meinte, es ist alles schön und gut und das glaube ich auch, aber nein, also irgendwo fehlten mir dann plötzlich die Worte. Und ich war einfach noch nicht bereit, ich habe das verneint. Ich war auch noch nicht reif dazu. Und dennoch stand es in mir, in meinem Innern fest, du lässt dich taufen, aber jetzt noch nicht. Und ich hatte für mich so eine Prämisse. Ich sagte mir, also wenn du dich taufen lässt, dann müssen mindestens 3 oder 4 auch getauft werden. Ja? Dann bist du auch dabei. Aber alleine, nein, 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 das geht nicht. Und heute, ich habe mich oft hinterfragt, warum hast du es eigentlich damals abgelehnt? Ich meine, wenn du glaubst, dann kannst du dich doch auch alleine taufen lassen. Ich glaube, ich war noch nicht tief bekehrt. Wenn du bekehrt bist, lässt du dich auch taufen, wenn kein anderer sich taufen lässt. Weil du glaubst es ja. Das ist ein Phänomen, Also, nicht auf andere verlassen, ja. Meine Beziehung zu Jesus hängt doch daran, dass ich an Jesus glaube, ja. Ich habe ja auch nicht geheiratet, nur dann, weil zur gleichen Zeit ja 3 andere Freunde auch sich verheiratet hatten. Und dann war der Zeitpunkt für uns auch gekommen, völlig unabhängig, ja. Von anderen Hochzeiten habe ich an dem Tag geheiratet, wo ich wusste, das ist der Zeitpunkt, ja. Ja, ich sollte mich taufen lassen, war aber noch nicht bereit. Und in der Zeit schenkte mir Gott eine besondere Erfahrung mit dem Sabbat. Das müsste ich später mal ausführlicher erzählen, aber ganz kurz gefasst. Ich habe eigentlich am Unterricht nicht teilgenommen, weil der Chemieunterricht dann plötzlich nur noch am Sabbat stattfand. Und habe durch die Führung Gottes die beste Klassenarbeit geschrieben, ja, in der Woche. Und der Lehrer hat sie extra in die Woche gelegt, ja, weil Bernd, dann bist du da, die Arbeit musst du aufschreiben und danach, daraufhin kriegst du auch deine Note. Ja. Ich schrieb eine 2 als Einzigster, ja. Alle anderen 3, 4 und 5, die ganze Arbeit fiel schlecht aus und ich war der Beste, obwohl ich am Sabbat nicht da war, ja. Tja, wie hat Gott das geführt? Hat dem Lehrer das eingegeben, was ich genau wusste. Ne? Ich saß genau in der richtigen Reihe. In der anderen Reihe, die Fragen, die gefordert wurden, da wusste ich nichts. Hat Gott geführt, ein Geschenk. Gott hat mich einfach durch eine Erfahrung näher zu sich gezogen. Das macht Gott durch sein Wort, durch Erfahrung. Und dennoch muss ich sagen, gab es dann Zweifel. Komisch, ja. Man glaubt und hat trotzdem Zweifel. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich weiß heute noch, dann kam der Tag der Taufe. Möchte ich ja eigentlich auch erzählen. Und das war, ja, im Januar, Ende Januar, schönes Wetter.
die Predigt wurde gehalten, ich wusste, mein Tag, und es waren auch noch zwei andere Jugendliche, die getauft wurden, dann war das Fenster so offen, ich schaute raus und plötzlich dachte ich mir, heute taufen lassen, vielleicht ist das doch alles verkehrt, vielleicht solltest du einen Rückzieher ziehen, ganz komisch. Das habe ich schon oft erlebt. Also Satan schläft ja auch nicht. Ne? Man glaubt und plötzlich kriegt man so unsichere Gefühle irgendwie. Und da habe ich mir gesagt, also worauf hörst du jetzt? Auf dein Gefühl oder auf das, was du alles kennengelernt hast? Ja, was faktisch steht? Also zweifel da nicht dran. Ich habe mir das alles wie in Erinnerung gerufen. Die Bibel, die Prophezeiung. Ich habe gesagt, okay, du lässt dich jetzt taufen und hör nicht auf dein Gefühl. Ja? Du lässt dich taufen. Das ist richtig. Geh voran. Und damit hat Gott mich in seine Gemeinde gerufen. Und ich glaube heute, dass das richtig war. Ich habe dann von manch anderen später gehört, die haben gesagt, ah, das hast du so früh taufen lassen, da warst du doch noch gar nicht reif. Heute muss ich sagen, das kann sein. Ich war auch noch nicht durch die ganze Pubertät durch. Aber Gott wollte, dass ich dann in seinem geschützten Raum lebe. Wer getauft ist, kommt in Gottes geschützten Raum. Und ich bin vor Alkohol bewahrt worden, vor Nikotin, vor anderen Sachen. Und ich kenne heute meine Schwächen. Ich glaube, hätte Gott nicht so früh mich gerufen, wer weiß, wo ich irgendwo gelandet wäre. Gott ruft uns früh oder später und wir sollen auf ihn hören. Ja, und wie geht es weiter, wenn man getauft worden ist, wenn man zur Gemeinde gehört? 1. Korinther 12, Vers 18. 1. Korinther Brief, Kapitel 12, Vers 18. Wenn Gott ruft und wir auf ihn hören, und wir, die an die Gemeinde aufgenommen sind, was dann? Dann schweigt Gott nicht. Also dann geht es weiter. Es geht immer weiter. Ja? 1. Korinther 12, Vers 18. Hier heißt es, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Also wenn Gott mich gerufen hat, dass ich mich taufen lassen soll, und mich der Gemeinde anschließen soll, dann haben wir hier gelesen, dann setzt Gott uns ein. Und zwar nicht nur, dass wir irgendeinen Platz hier im Saal einnehmen sollen, immer vorne, zweite Reihe, oder, sondern Gott hat einen Plan für dich und für mich, wo er uns gebrauchen möchte. Nun hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn Gott ruft, dann setzt er uns Menschen in Bewegung, habe ich gelesen, stimmt. Wir sind nicht für die Tribüne, sondern fürs Spielfeld berufen. Keine Zuschauer, sondern seine Mitspieler. Stellt euch mal vor, nur mal eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr so sportbegeistert seid, aber nehmen wir mal von mir aus hier deutsche Nationalmannschaft, die Handballer oder die Fußballer. Stellt euch mal vor, die Trainer würden sagen, okay, das ist jetzt ein Spiel, ne? Aber ihr alle, ne? Ja, ihr sollt hier ganz vorne sitzen am Spielfeld und wir nehmen eine Mannschaft, ja, aus der Kreisliga und die wird also heute antreten. Aber ihr alle, nein, nein, ne? Also ihr seid auch gut, ne? Aber für 3 Monate sollt ihr einfach nur mal zugucken, ja? Die besten Handballer und die besten Fußballer, ich glaube, die würden alle sagen, also da ziehen wir nicht mit, ne? Wir müssen einen anderen Trainer haben. Wir werden trainiert und dann sollen wir nur zusehen und sitzen und nichts tun. Das Wichtigste ist, auf dem Spielfeld sich einzubringen. Und das ist auch Gottes Plan für dich und für mich. Im Werk Gottes, möchte ich mal sagen. Ja? Im Unternehmen Gottes, ja? In der Firma Gottes, in seiner Gemeinde sich zu engagieren. Das möchte Gott. Da spielt das Alter keine Rolle. Das Aussehen keine Rolle, ob du in Rente bist oder noch nicht, ob du, was auch immer ist. Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Wie habe ich das erlebt? Ja, wenn ich zurückdenke damals, ich war getauft und dann sprach mich mein Vater an. Er sagte, Bernd, ich könnte mir vorstellen, dass du in der Gemeinde auch mal so das Bibelgespräch, ja, von vorne halten könntest. Wir sind ja eine kleine Gemeinde. Und ja, es war eine Gemeinde mit 25 bis 30 Gemeindegliedern. Und dann wirst du vorne am Podium stehen und ja, da wird man Fragen stellen und wärst du dazu bereit? Also ich werde dir helfen. Erstmal habe ich natürlich geschluckt. Ne? Ich, Bibelgespräch von vorne, ich war ein Jugendlicher, naja, okay, mein Vater konnte es besser, die anderen auch. Aber mein Vater sagte, gut, lern die Lektion, die Texte, ja, und zusammen überlegen wir uns auch noch Fragen.
Und dann wirst du nach vorne gehen und stellst dich Fragen. Und wenn keiner sich meldet, ja, ich werde mich melden. Und dann ist die Sabbatschule gerettet, ja. Das läuft dann. Habe ich mich vorbereitet, ging nach vorne, alle Geschwister gucken. Boah, ey, der Bernd hält heute die Sabbatschulklasse. Schön, also. Und die waren so dabei, ja. Und das hat geklappt, ja. Hinterher war ich natürlich total durchgeschwitzt, ne. Roch so unangenehm, wo ich dachte, oh, also ich habe selten so viel geschwitzt wie während dieses Sabbatschulgesprächs, aber es hat funktioniert. Und dann kam ich wieder dran und wieder, es wird immer besser, kein Problem, es geht doch. Also fing Gott an, mich da ja, in der Belehrung zu gebrauchen. Dann kam ein neuer Prediger und der sprach mich dann an und sagte, ja Bernd, wir haben ja eine kleine, die Pfadfinder sind ja jetzt eine Jugendgruppe. Wir brauchen eigentlich einen Leiter. Könntest du dir vorstellen, Jugendleiter zu sein? Und ich wieder, ich meine, ich kann es mir vorstellen, aber es ist immer so die Frage, könntest du dir vorstellen, ne? Dann weiß man schon, was so kommt, ja. Aber das ist eine gute Frage. Ich habe dann gesagt, ja, okay, ich bin nicht bereit. Ja, gut, ich kann dir auch helfen, mal ein Thema auszuarbeiten. Du kannst auch zu mir ins Büro kommen. Dann hat der Prediger mich eingeladen. Er sagte, gut, Sonntagvormittag, ja, oder am Sabbat, Abend oder kommst du zu mir und dann kannst du, ich zeige dir auch mal so die Bücher, die ich habe, bist du zu mir gekommen, habe ich mich natürlich gefreut, ey toll, Mann, ein Prediger, ne? Boah, die ganze Wand voller Bücher, ne? 1000 Bücher, da. Hast du das alles schon gelesen? Ja, nein, nicht alles, aber manches schon, ja, und ich empfehle dir, liest dir zum Beispiel das hier von Ellen White, hier, sie hat sehr viel geschrieben und hatte mich angespornt, ja, in diesen Büchern von Ellen White, ne, so rumzusuchen, schreib dir Sachen auf, du kannst immer wieder kommen. Und so bin ich einige Sonntage immer zu ihm gefahren. Ja. Das war einfach spannend. Er hat gelesen, studiert, ich auch. Ja, und dann hat er mir noch etwas aufs Herz gelegt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, aber ich habe es auch nicht vergessen. Er sagte dann, er hat es mir eingebläut, ja. Nur wenn du liest, wirst du geistlich wachsen. Wenn nicht, wirst du geistlich verhungern. Schau dich doch um in der Gemeinde, wie viel geistlich Unterernährte es dort gibt. Das hat er immer wieder gesagt, ja. Sagt, lies, du musst lesen. Dann wirst du geistig Fortschritte machen. Wenn du es nicht machst, dann wirst du Rückschritte machen. Und schau dich um in der Gemeinde. Der war da ganz offen. Ich sagte, du hast recht. Er sagte, das merkst du in der Sabbatschule. Merkt man heute manchmal auch in der Sabbatschule. Ja, wer geistlich stark ist oder wer unterernährt ist, dass unsere Antworten, unser Auftreten, alles spiegelt das wider. Aber Gott hatte noch mehr vor. Dann kam eine Jugendliche auf mich zu aus einer anderen Stadt, die sagte, ja, wir haben da so einen Jugendchor. Könntest du dir vorstellen, mitzusingen, ja? Also, ich höre so raus, du hast wahrscheinlich eine hohe Stimme, vielleicht im Tenor. Ich überlegte, aha, okay, dann müsste ich ja von Elmshorn aus nach Hamburg fahren, nach der Arbeit, mich umziehen. Das war natürlich mit Aufwand verbunden, aber ich habe dann zugesagt, okay, ich komme, mit der Bahn hingefahren, 30 Kilometer geübt, abends um 9:30 wieder nach Hause gekommen, da gab es Auftritte als Jugendchor, das war gut. So hat Gott mir Dinge gezeigt einfach. Ich brauche dich, Stück für Stück. Es ging immer weiter. Ja, Montag für Montag, alle 14 Tage. Chorprobe. Ich glaube, dass Gott mit dir auch noch mehr vorhat, als vielleicht als das, was du denkst, was du heute machst. Kann ich das begründen, dass Gott noch mehr mit uns vorhat, als was wir vielleicht schon machen? Ohne, dass Gott uns überfordern möchte, möchte ich auch betonen. Gott überfordert uns nicht und Gott unterfordert uns nicht, sondern er weiß, wo wir stehen und will uns Schritt für Schritt weiterbringen. Ich lese hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, in Vers 1 folgendes. 1. Korinther 14, Vers 1. Hat Gott noch mehr vor? Er möchte mich in der Gemeinde gebrauchen, aber vielleicht noch einen größeren Plan oder noch andere Aufgaben. Steht hier in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt der Satz. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Bei dem zweiten Teil habe ich so mein Fragezeichen, weil ich denke, gut, Gott hat uns durch Ellen White schon sehr viel geschenkt und das haben wir bis heute noch gar nicht so richtig ausgeschöpft. Aber wenn ich hier lese, bemüht euch um die Gaben des Geistes, dann
Tja, wie macht man das denn? Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann darum beten, ich kann sagen, lieber Vater im Himmel, ich habe heute eine Predigt gehört, ja, bin ich berufen? Ich weiß nicht, ob ich predigen kann, aber wenn du das willst, dann zeig es mir. Und ich werde bereit sein, einmal es mal auszuprobieren. Ich werde also den Prediger mal ansprechen und wenn ich das soll, dann mach, dass der Prediger ja sagt, dass ich einmal predigen darf und dann musst du es mir zeigen, ob ich es weiterhin machen soll. Kannst du ja mal ausprobieren. Vielleicht wird Gott wirklich einige unter uns noch berufen, die werden hier predigen. Oder 1. Korinther 12, Vers 31, da heißt es ja, strebt aber nach den größeren Gaben. Also hier steht, strebt nach den größeren Gaben. Es gibt viele Gaben, ja, praktische Gaben zu helfen, Barmherzigkeit, aber wenn wir 1. Korinther 12, Vers 28 lesen, dann heißt es hier, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, das sind Gemeindegründer, Evangelisten und Gemeindegründer gewesen, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter. Sollte ich danach trachten, mal eine Gemeinde zu gründen? Das wäre es, ne? Eine neue Gemeinde zu gründen, wo ich mitwirken darf. Mir erzählte vor einigen Tagen ein Bruder aus einer anderen Gemeinde, den ich auch kennenlernte, ja, ich sag mal aus Schwäbisch Gmünd. Die Gemeinde soll ich jetzt ein bisschen betreuen, so in meiner aktiven Rentenzeit. Und da sagte mir der Bruder, ich möchte für Gott etwas Besonderes tun. Also ich würde vielleicht mal eine Gemeinde gründen wollen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Sagt er, ich habe natürlich viele Kinder und dies und das. Das bringt natürlich Veränderung mit sich. Ich sage, gut, lege es Gott vor. Aber ich habe bei ihm rausgehört, er möchte mehr tun. Er predigt auch, nur er möchte mehr tun. Das ist ihm zu wenig. Er möchte eine Gemeinde gründen. Er möchte Missionar sein. Er sagte, ich würde sogar ins Ausland gehen. Da dachte ich, hallo, also pfiou, würde ich vielleicht auch machen. Aber ob meine Frau mitkommt, ich weiß es nicht. Aber wenn Gott beruft, beruft er auch zwei. Dann beruft eine ganze Gruppe, dann funktioniert das auf einmal. Das ist auch ein Phänomen. Also ich möchte euch einfach mitgeben, betet darum, dass Gott euch zeigt, was er vielleicht noch mit euch vorhat. Oder wenn du dir vielleicht sagst, ja, bis jetzt habe ich noch nicht eine Aufgabe in der Gemeinde gefunden, lege es Gott einfach vor und sage, Herr, was soll ich hier in der Gemeinde Stuttgart-Wangen tun? Ob am Sabbat oder in der Woche. Herr, du kennst mich, meine Stärken und Schwächen. Ich bin auch nicht gewählt worden für irgendein Amt. Ich stehe in keiner Wahlliste drin, aber trotzdem möchte ich was für dich machen. Leg es Gott vor. Bete darum. Betet als Familie darum. Und vielleicht wird Gott dir etwas Bestimmtes zeigen, was du tun sollst. Was du tun sollst. Ja, strebt nach den höheren Gaben. Ich komme zum Schluss. Ich will noch einen Aspekt einbauen. Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin Vater, ich bin Mutter, ich habe Kinder. Ich würde was für Gott machen, aber ich bin einfach gebunden an die Familie. Ich kann nicht viel tun. Und da fand ich in dem Buch Glück fängt zu Hause an Folgendes. Ist denn die Mutter- und Vaterrolle auch eine Berufung? Ich lese euch mal etwas vor. Ellen White schrieb hier, wir können mit Sicherheit sagen, dass die außerordentlichen Aufgaben der Mutter schwerer wiegen und heiliger sind als die des Vaters. Mögen doch die Frauen ihre hohe Berufung erkennen und in der Kraft und Furcht Gottes ihre Lebensaufgabe erfüllen, nämlich ihre Kinder zu Menschen zu erziehen, wie sie die Welt braucht und die sich auf die ewige Heimat vorbereiten. Vater und Mutter sein ist auch eine Berufung, ein Ruf Gottes, eine Aufgabe, die ich ausführen soll, wo anderes dann vielleicht an die zweite oder dritte Stelle gestellt werden soll. Sie schrieb auch, Gott hat die Mutter dazu berufen, ihre Kinder in christlicher Ordnung zu erziehen und sie zum Guten anzuhalten. Oder Seite 80 hier, unter den verschiedenen Aufgaben der Mutter ist keine größer als die an ihren Kindern. Wie oft aber wird gerade diese Pflicht aus Egoismus vernachlässigt? Und es gibt leider die Tendenz heute, ich sage das so, aber ich habe das auch schon beobachtet, dass man manchmal aus dieser Aufgabe sich herausflüchtet. Und man macht irgendwas anderes und aber nicht zu Hause, weil das ist ja nicht, baut ja nicht auf. Das ist auch manchmal Stress, Kinder anzuleiten und großzuziehen.
für sie da zu sein und mit ihnen zu spielen. Aber auch das ist eine Berufung. Vater, Mutter, und dann ist vielleicht, ja, vielleicht die Evangelisation, die ich besuchen sollte, da kann ich eben nicht so viele Abende kommen, weil ich für die Kinder da sein muss, und das ist richtig. Vernachlässigt nicht eure Kinder. Wenn sie kleiner sind und größer sind, das hat Gott uns auch übertragen, das gehört alles zusammen. Ich möchte schließen mit folgendem Text, Matthäus 4, Vers 21 und 22. Matthäus Kapitel 4, Vers 21 und 22. Eine simple Aussage, aber ich glaube, sie beinhaltet alles, worüber wir heute gesprochen und nachgedacht haben. Matthäus 4, Verse 21 und 22. Hier lesen wir von Jesus. Und es heißt dort, Matthäus 4, Vers 21, und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze pflegten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Glaubt ihr, dass die Jünger, die Jesus hier gerufen hat, dass die wussten, was auf sie zukommen würde? Nein. Sie sind mit Jesus mitgegangen, sie haben von ihm gelernt und dann sind sie, ja, Prediger und Evangelisten geworden und sind reif geworden und verändert worden. Und so macht Jesus das heute auch. Er ruft dich und mich, wir bekehren uns, das sollen wir tun, wir lassen uns taufen, wir schließen uns seiner Gemeinde an und dann sagt Jesus, okay, und jetzt geht's weiter, hier brauche ich dich. Und dann gibt es vielleicht auch mal Zeiten, wo eine Ruhephase ist. Und dann sage ich, ja, jetzt. Und dann sagt Jesus plötzlich so, jetzt habe ich das mit dir vor. Jetzt sollst du das machen. Ich wünsche dir, dass du auf die Stimme Jesu hörst. Das ist die wichtigste Stimme. Dass du immer wieder zur Ruhe kommst. Und darüber nachdenkst, Herr, was hast du mit mir vor? Und dann rate ich dir auch, probiere das eine und andere aus. Probier es einfach aus. Und du wirst sehen, ob es klappt oder nicht klappt. Wie Gott mich zum Prediger berufen hat, das werde ich dann in einer weiteren Predigt mal erzählen, auch Führung Gottes. Was er jetzt vorhat, ja, jetzt bin ich im aktiven Ruhestand und Gott sagt, es geht weiter, ja. Ich habe immer gedacht, wenn du in Rente bist, ja, dann wirst du nur Urlaub machen und nichts mehr machen. Habe ich wirklich gedacht, ja. Auf einmal, Bernd, könntest du nicht das? Dachte ich, okay, aber so und so. Gemeinde Aalen, Sende. Gemeinde Schwäbisch Gmünd hat jetzt momentan keinen Prediger. Wärst du bereit? Ich habe gesagt, okay, mache ich dieses Jahr. Was kommt nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Herr, dein Wille geschehe. Amen. Herr Jesus, ja, wir wollen dir dafür danken, Herr, dass du lebst. Du bist auferstanden von den Toten. Du bist jetzt unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum und du siehst uns auf dieser Erde, jeden in seinem Leben. Jedem mit seinem Tagewerk, mit seinen Herausforderungen. Aber Jesus, wir dürfen wissen, dass du nicht fern und weit weg bist, sondern uns ganz nahe bist. Denn du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, so bist du auch heute hier und morgen hier bei uns im Gottesdienst, im Auto oder wenn wir zu Hause sind. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du jeden von uns weiterführst. Dass wir deine leise Stimme oder laute Stimme, wie immer du uns leitest, dass wir sie vernehmen und dass wir dann das tun, was du uns zeigst. Herr, manchmal haben wir Angst davor. Manchmal schauen wir auf andere und sagen uns, die können das viel besser, aber das zählt bei dir nicht, weil du sagst, ich brauche dich, komm mit, folge mir nach, wag es doch, ich werde dir helfen. Und Herr Jesus, wir wollen das tun, was du uns zeigen wirst. Und so bau du deine Gemeinde weiter hier in dieser Stadt, in unseren Familien. Lass uns gute Werkzeuge für dich sein, Herr Jesus. Und bilde du uns immer weiter aus. Lass uns weitergehen mit dir. Danke, Herr Jesus, dass du vorweggehst und dass du letztlich alles durch uns tun wirst, auch wenn wir uns schwach oder unfähig fühlen. Herr, du bist stark und mächtig und dein Geist, der schafft das, was wir nicht schaffen. Danke, Herr Jesus, dass du uns alle gebraucht hast und auch gebrauchen willst. Amen.